Mitarbeiter sind das größte Asset eines Unternehmens und oft auch der größte Kostenfaktor. Vergleichen wir einmal die Einstellung eines Mitarbeiters mit einer Investition und gehen davon aus, dass dieser Mitarbeiter Sie mit Nebenkosten 60.000 Euro im Jahr kostet und 10 Jahre im Unternehmen bleibt. Wir reden dann von einer Investition über 600.000 Euro. Wäre diese Investition eine Maschine, wir würden sie hegen und pflegen und alles tun, damit sie bestmöglich arbeiten kann. Und wie behandeln wir den Mitarbeiter? Wir gehen davon aus, dass er gefälligst mindestens 100%, besser 120% Leistung zu bringen hat. Und das von selbst, aus eigenem Antrieb und ohne, dass wir uns besonders um ihn kümmern müssen. Funktionieren Menschen so? Nein, das tun sie nicht. Mitarbeiter müssen aktiv motiviert werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass nur rund 15% aller Mitarbeiter wirklich engagiert sind. Der Rest macht Dienst nach Vorschrift oder hat innerlich gekündigt. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Gallup Engagement Index. Nur 15% sind engagiert? Das heißt, nur 15% bringen 100% oder sagen wir 120% Leistung? Und diejenigen, die den Dienst nach Vorschrift machen, bringen die 100%? Mitnichten. Sie bringen irgendwo zwischen 50% und 70%. Einigen wir uns auf 60% Leistung bei allen, die nicht wirklich engagiert sind, um eine Modellrechnung machen zu können. Stellen wir uns vor, Sie beschäftigen 100 Mitarbeiter mit Jahrespersonalkosten von 6 Millionen Euro. 85 Mitarbeiter bringen demnach nur 60% Leistung. Es gehen uns also 40% Leistung verloren. 40% sind bezogen auf die Personalkosten eines Mitarbeiters 24.000 Euro. Und mal 85 sind das dann gute 2 Millionen Euro im Jahr, wohlgemerkt. So kann man nicht rechnen, meinen Sie? Doch, genau so muss man rechnen. Ein motivierter Mitarbeiter spart Ihnen mittelfristig Personal ein. Er erhöht die Effizienz in seiner eigenen Abteilung und, weil er sich kümmert, erhöht er auch die Effizienz anderer Abteilungen. Sie spüren die Einsparung nicht über Nacht, selbstverständlich, aber Sie spüren sie mittelfristig. Sie werden bei Wachstum Neueinstellungen reduzieren können und bei gleichbleibendem Geschäftsverlauf die natürliche Fluktuation nutzen können, Personal abzubauen. Und von eingesparten Fehlzeiten haben wir noch gar nicht gesprochen. Gehen wir kurz noch einmal zur Maschine zurück. Was würden Sie tun, wenn sie nur mit 60% Leistung laufen würde, obwohl sie 100% bringen kann? Sie würden den Service so lange kommen lassen, bis die Maschine wieder volle Leistung bringt. Und beim Mitarbeiter? Seien wir ehrlich. In vielen Fällen merken wir es noch nicht einmal. Und wenn wir es merken, dann ärgern wir uns über ihn, führen vielleicht ein Personalgespräch und erklären ihm, was wir von ihm erwarten. Aber das war es dann auch. Motiviert haben wir ihn damit ganz sicher nicht. Mitarbeiterführung ist Arbeit. Arbeit, die aber reich belohnt wird. Sie erfordert, dass ich mich mit den Mitarbeitern beschäftige, sie informiere, sie ernst nehme, sie einbeziehe. Führungskräfte müssen Mitarbeiter führen und die Teamleistung steigern, nicht alles selbst am besten machen. Teamleistung steigern ist Ihre wichtigste Aufgabe. Wenn Sie mehr über gute Mitarbeiterführung hören möchten, kontaktieren Sie uns einfach.